Yo, was geht ab? Was geht ab, Freunde? Leute, ich habe gerade gesehen, wir sind einfach seit 5 Wochen in den Charts, in den offiziellen Charts sind wir seit 5 Wochen mit Verdammt, ich lieb dich. In den Spotify-Charts, in den GFK-Charts, also in den offiziellen Charts. Ich bin wirklich sprachlos, Leute. Ihr seid einfach die Besten, ohne Spaß. Vielen, vielen Dank für eure kranke Unterstützung, Freunde, echt. Weiß Dieter von dem Tisch, den du vollgekritzelt hast? Ich glaube, er hat es einmal gesehen, aber er hat bis jetzt noch nichts dazu gesagt. Wie findest du Katharina? Katharina ist halt ein bisschen nervig. Ein bisschen doll nervig. Aber sie hat halt eine gute Stimme, ne? Das ist halt das Ding bei ihr. Aber wir haben ja noch nicht ihren Auftritt gesehen, deswegen schauen wir mal. Was ist mit deiner Weihnachtsbeleuchtung im Hintergrund? Ich will die nicht wegmachen. Ich würde sogar am liebsten den Weihnachtsbaum das ganze Jahr stehen lassen haben hier. Am allerliebsten. Ich bin ein absoluter Lika-Fan. Ich bin auch ein absoluter Lika-Fan. Lika hat einfach alles zerstört. Ach du Scheiße, der musste zwar auf Toilette und konnte sich nicht richtig konzentrieren und sowas, aber Leute, trotzdem hat er eine kranke Stimme. Eine ganz, ganz kranke Stimme. Also ich bin ein riesen Fan von ihm. Und wenn er so weitermacht, kann das wirklich eine ganz, ganz große Karriere für ihn bedeuten. Katharina kann so nie in dem Bereich erfolgreich werden mit ihrer Art. Sorry, liebe Billy. Ich sehe das genauso. Also wenn sie stimmlich weiterhin so gut abliefert, dann kann sie natürlich noch ein bisschen weiterkommen. Aber irgendwann wird halt ihre Art zu nervig sein. Steht der Weihnachtsbaum noch im Wohnzimmer? Nein, nein, der steht nicht mehr da, schon lange nicht mehr. Aber ich würde es am liebsten den ganzen Jahr hier bei mir haben. Das ganze Jahr. Werden die Songs bei Ausstrahlung geschnitten oder wird nicht der ganze Song gesungen? Es wird nicht immer der komplette Song geschnitten. Also manchmal gibt es eine kürzere Version und manchmal werden ein paar Passagen auch von den Kandidaten einfach verändert. Yes. Wie geht's deiner Familie? Vielen Dank, dass du nachfragst, liebe Layla. Liebe Grüße. Meiner Familie geht's auf jeden Fall sehr gut. Kevin war einfach zu krass. Leute, da muss ich euch recht geben. Kevin hat alles zerstört. Also ich muss sagen, bei der Gruppe Marvin, Kevin und Jan hat mir die Stimme von Jan am besten gefallen. Aber Kevin hat den Song einfach am besten gesungen. Das ist krank. Also wie er gesungen hat, unfassbar. Wirklich unfassbar. Ganz, ganz, ganz krass. Auch Marvin hat es sehr gut gemacht, aber Kevin, also keine Worte, keine Worte. Wirklich keine Worte. Dann hatten wir noch die Gruppe Enrico, Lika, Matthias und Daniele. Und ich bin so glücklich, wirklich, weil Enrico einfach mal heute zeigen konnte, was er drauf hat. Ich habe das dauernd in seiner Stimme gehört, dass er so krass ist. Und das man wirklich gut mit ihm arbeiten kann auch. So, vor allem was so Musik angeht, die gerade so in ist, sowas wie Apache oder sonst was. So, der könnte sowas auch auf seiner eigenen Art so rausbringen. Und das finde ich so cool an ihm. Deine Katze ist so süß, ja, die ist gerade irgendwie unterwegs. Bekommt ihr den Streit von den Kandidaten auch mit? Also nicht immer natürlich. Also vieles hat mich hier gerade auch geschockt, was ich gesehen habe. Aber einen Riesenstreit habe ich mitbekommen und da musste ich auch auf jeden Fall zwischengehen, das werdet ihr noch sehen. Es ist traurig, dass die Kandidaten sich dauernd streiten, aber am Ende des Tages gibt es nur einen Gewinner und deswegen, we will see, we will see. Wie heißt deine Katze? Meine Katze heißt Nala. Nala. Wen findest du heute am besten? Heute am besten fand ich... Boah, schwer. Heute waren sehr viele richtig gut. Ich denke... Ich sag meine Top 3. Auf Platz 1 steht heute Lika. Dann kommt... Oh, ich weiß es nicht. Jan. Und... Enrico, aber weil er mich so überrascht hat. Bis jetzt, ne? Wir haben noch ein paar Kandidaten.
Mike, der Streitschlichter. Leute, ich bin kein Streitschlichter, ich bin einfach ein ehrlicher Mensch und ich finde, das muss nicht sein, dass man sich da dauernd streitet und keine Ahnung, es geht hier um Musik und nicht um irgendwas anderes. Mike, beschreib dich mal. Boah, ich soll mich selber beschreiben. Ich bin ein sehr ruhiger Mensch eigentlich. Ich denke, das merkt ihr auch alle im Fernsehen. Ich bin jetzt kein Komiker oder sonst irgendwas. Ich bin einfach ein ruhiger Mensch, der oft in sich gekehrt ist, der sich viele Gedanken macht. Sehr ungeduldig. Ungeduld ist auf jeden Fall was ganz, ganz, ganz Schlimmes bei mir. Ich kann nie irgendwas abwarten. Ich will immer alles sofort haben. Und das ist echt blöd, aber ich probiere das gerade so ein bisschen beiseite zu lassen. Und sonst bin ich ein brutaler Familienmensch. Ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Wie beschreibt ihr mich denn? Deine Stimme ist mega. Nice, du hast echt was drauf. Sian, vielen, vielen Dank. Du hast eine richtig entspannte Stimme. Ach Leute, ich finde einfach, man sollte jeden Moment im Leben genießen. Und ich bin auch gerne mal lustig drauf und sowas. Eigentlich bin ich immer lustig drauf, aber ich bin halt immer so der Entspannte. Wisst ihr? Kannst du was auf Russisch sagen? Я тебя люблю. Привет, меня зовут Майк. И я люблю музыка. И я хочу... Я хочу... Твоя любовь. Ich muss immer so viel nachdenken, wenn ich irgendeinen Satz sagen will. Ich verstehe alles auf Russisch, aber reden ist immer so ein bisschen... Kannst du was singen? Okay. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich. Ich komme wirklich gar nicht darauf klar, Leute, wie ihr diesen Song feiert. Wir sind einfach schon bei über 6 Millionen Streams. 6 Millionen Streams nach 5 Wochen. What the fuck? Ihr seid zu krass, Leute, wirklich. Okay, Leute, jetzt geht's gleich weiter mit DSDS. Bei der nächsten Werbepause bin ich natürlich wieder am Start. Und schön, dass ihr alle am Start seid.